Hallo und herzlich willkommen zurück zum DLC der Residenz von Little Nightmares. Ich habe letztes Mal nicht mehr weiter gewusst. Ich habe hier ein bisschen rumgeleuchtet und siehe da, die Tür hat sich geöffnet. Oh nein, überall Puppen. Ich mag das nicht. Vor allem, sie sieht aus wie die Herrin. Da ist die ganze komische Familie, ey. Da ist die Granny, da ist der Fettsack. Wo ist Langarm? Lange am Joe hat es nicht auf die Bilder geschafft. Können wir alle anmachen? Ihr seid echt hübsch. Okay, die macht alle wieder aus. Und der. Okay, alles klar, dann ist da eine Lösung für. Was ist, wenn ich den und den anmache? Das war nicht der richtige dann in der Reihenfolge wahrscheinlich. Okay, das ist interessant. Ich habe das Rätsel noch nicht durchschaut. Ich habe das Rätsel noch nicht durchschaut. Das müssen wir auf jeden Fall alle leuchten. Aber nach was können wir denn da gehen? Da ist der Dicke, der Verschobene. Der hier, der Onkel. Die ist da. Ist da der auch? Die ist da nicht, oder? Die gruselige. Doch, da oben. Sieh das? Hier? Oh, das ist anstrengend. Also, das finde ich jetzt schwierig zu durchblicken mit den Rätseln. Aber den habe ich da auch noch nicht gesehen. Den habe ich gesehen. Die. Den hier. Ja, das war falsch. Ich weiß echt nicht, in welcher Reihenfolge ich da was drücken soll. Hä? Die ist dann nicht die. Da dürfen nur die angeleuchtet werden, die auch auf den Bildern vorher sind. Oh, wir haben kalten Atem. Okay, wenn wir die Puppe hier wegnehmen. Aha, wir kommen da hoch. Aber vom Tisch aus nicht mehr weiter. Aber wenn wir... Ich bin mir ziemlich sicher... Da können wir uns nicht festhalten.
Wenn wir diese Puppe nehmen, dann passiert was mit dem Auge. Okay, das ist so eins. Ja, okay, wir müssen zuerst zu der hinteren. Leave me alone. Okay, das wechselt irgendwie so komisch. Okay, wir haben das Dreieck. Boah, da hinten. Boah, jetzt wird's wirklich gruselig. Überall. Oh Gott, ich hab Gänsehaut. Oh. Kann man die? Ich will nur mal kurz was probieren. Mein Gott, das mit dem Tür anleuchten, das war jetzt auch nicht so einleuchtend, muss ich sagen. Haha, einleuchtend. Hab ich die Puppe da so hingesetzt? Geh weg. Okay, wir können das so austauschen. Dann brauchen wir eine solche Puppe mit Sockel. Ich weiß jetzt nur nicht, ob jetzt irgendwas passiert, wenn wir die hier unten einsetzen. Okay, die fährt jetzt da so raus, aber wir müssen halt die, aber ich kann jetzt, oh Mann, ich kann da jetzt auch nicht mehr hin. Ist wahrscheinlich theoretisch egal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Aber die Frage ist halt jetzt, hat uns das jetzt hier irgendwas gebracht, oder? Geht's hier weiter? Weil es sieht für mich halt aus, als wären wir schon wieder stuck. Weil die Puppe, die steht jetzt da. Oh, da ist wieder die Wand. Die Puppe steht jetzt da zwar. Da oben konnten wir auch nichts machen. Ich konnte dann nur das Buch runterwerfen, aber das hat dann nichts gebracht. Auch. Es liegt jetzt wieder hier oben. Ah, warte mal. Das nehme ich mal mit. Da war doch unten irgendwo so ein Buch in dem Raum, wo auch die Herrin quasi ist. Die Herrin des Hauses. Nee, wir können da nicht vorbei. Hä? Wo war dieses Buch mit dem halben Gesicht?
Ich habe das Buch hier unten, ne? Ja, das war doch hier irgendwo. Ich dachte, das wäre hier gewesen, aber war es wohl nicht. Also das Level, wie anspruchsvoll das ist, das hat sich jetzt vom letzten DLC auf dieses brutal gesteigert. Okay, dann war das woanders. Dann war das nicht hier, dann war das woanders. Dieses Buch. Wo war das denn dann? Hier war es aber auch nicht, oder? Ich habe mich da total gegruselt vor. Hier ist es jedenfalls nicht. Hier ist die Puppe im Schrank. War das dann oben irgendwo? Oder bin ich einfach daran vorbeigelaufen und hab's nicht gecheckt? In diesem Bücherregal da war es auch nicht. Ich gehe noch mal in den Raum hinten. Irgendwas muss mit diesem Buch sein. Ja, aber dort oben war doch auch nichts. Ihr seid echt verdammt gruselig hier. Okay. Hier ist es auch nicht. Hey, ich kann mich doch nicht so getäuscht haben, oder? Ich mache nochmal ein kurzes Päuschen rein und dann sehen wir uns gleich wieder, falls ich denn eine Lösung finden sollte. Bis gleich. Okay, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe mir einen kleinen Tipp angeguckt. Ich stand so auf dem Schlauch. Da ist mir auch noch was aufgefallen. Und zwar haben wir in dem Raum hinten was liegen lassen. Das bringt uns zwar im Spiel selbst nicht weiter, aber... Aber... Fürs Gewissen bringt's was. Für mein Gewissen dem Spiel gegenüber. Da liegt auch eine rote Beete. Die hätte Six mal essen sollen.
Können wir die essen? Können die wahrscheinlich. Wir können die nicht mitnehmen. Okay. Entschuldigung. Denn ich habe mit dem Buch eigentlich schon recht gehabt. Aber ich glaube, ich habe mich da etwas verfranst. Denn in diese Bibliothek. Da müssen wir tatsächlich die Bücher richtig einsortieren. Mist. Ich hoffe, wir haben die Flasche noch. Dödel hat den Aufzug unten stehen lassen. Ach so, das ist das Buch mit dem Gesicht. Wait a minute. Ich schmeiß das von oben mal nochmal runter. Denn die Bücher hier, die haben Muster auf ihren Einbänden. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man auch, wo die Bücher hingehören. Na, das scheint hier hinzugehören. Und das letzte. Hier. Na, dann lag ich doch gar nicht so falsch. Dann geht nämlich hier die Tür auf. Und hier haben wir die nächste Figur. Ich würde fast mal... Nee, geht nicht. Aber die sieht anders aus. Leg die mal hier schnell ins Licht. Ach, schau mal an, die hat gar kein. Die hat gar kein. Gar keine Markierung. Oder gar keine Form unten dran. Oh, ich dachte gerade, ich hätte nicht wieder auf die Pause beendet. In OBS. Aber habe ich. Gut, alles gut gelaufen. Können wir das Ding darüber bringen? Und das ist dann die Attrappe. Please don't. So. Jetzt aber. Bringen wir die runter. Meine Güte. Oh oh. Okay. Okay.
Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Mann. Das war unfair. Okay, dann bist du halt fies. Okay. Mit was haben wir es denn jetzt zu tun? Mit fiesen Gestalten. Nein. Hier ist Licht. Müssen wir jetzt überall gegen diesen Dingsies kämpfen? So. Nee, wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Ich wollte gerade sagen, wir ziehen einfach durch diesmal. Boah, da ist noch eine. Oh Gott, der kommt. Die Tür ist zu. Okay, ich habe das jetzt steuerungstechnisch auch verstanden. Hallo? Lass mich in Frieden. Ich muss hier Licht anschalten. Na, die Angst im Dunkeln, ne? Oh ja. Überall jetzt solche Gestalten. Lass mich in Frieden. Okay, da hoch.
ist Licht. Hier geht's weiter. Ach, das war das, was wir von unten gesehen haben. Das war das, was wir von unten gesehen haben. Hinter uns war auch eine. Okay, der Abschnitt ist mit Abstand das gruseligste vom ganzen Spiel. Hä? Ich drehe jetzt eigentlich doch genau in die andere Richtung. Mann, das sind so viele. Nimm das Ding. Nimm das doch jetzt, Kid. Okay. Aha. Okay. Alles klar. Wir haben da wohl ein Geheimnis geöffnet. Ein geheimes Türchen. Okay, und was gibt's hier zu tun? Hä? Ich weiß echt nicht, was wir tun sollen. Wieder mal. Okay, aber ach so.
Okay, und jetzt? Ja, wir haben jetzt das Ding. Ah ja, okay, die Lampe, die blitzt und macht Dinge. Ich hoffe, das sind keine Geister mehr. Das ist doch... Nee. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Ich muss hier raus. Das ist Next Level. Creepy. Jumpscare. Alles klar. Heißt das jetzt, dass es bei Kid nicht so gut gelaufen ist? Oh je. Okay, ist das also jetzt aus... Das, was aus Kid geworden ist? Okay, wir sind jetzt auch so ein Männchen. Und sind wieder hier in der Völlerei-Abteilung.
Okay. Wenn ich hier... Nee, ich kann wohl nichts aufheben. Wo müssen wir denn hin? Oh nein! Oh nein. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Oh nein. Dieses Männchen, das von Six gegessen wurde, das war Kit. Oh Mann. Tut mir gerade einfach nur unheimlich leid. Kit wollte nur entkommen. Wurde von dem Langarmigen erwischt. Wurde fast von der Granny erwischt. Und wurde dann letztendlich von der Herrin in so ein Männchen verwandelt. Und das heißt, dass all diese kleinen Männchen Kinder sind, die nicht entkommen konnten. Die nicht aus dem Schlund entkommen konnten. Was ein Ende, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass wir es vielleicht auch rausschaffen, aber nur Six hat es nach draußen geschafft. Und Kit hat es nicht geschafft. Trotz alledem, was wir auf uns nehmen mussten mit Kit, haben wir es nicht rausgeschafft. Oh Mann, was ein Ende. Ich hätte nicht gedacht, dass die DLCs dem Ganzen nochmal so viel Tiefe verleihen. Im Endeffekt. Das hätte ich nicht gedacht, nicht erwartet. Ich weiß auch jetzt gar nicht mehr viel, was ich dazu sagen soll. Ja. Außer, dass es dann mit Little Nightmares 2 wohl weitergeht demnächst. Wir werden sehen. Was da uns auf uns wartet. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst euer Abo da, das ist kostenlos, das könnt ihr hier lassen. Das unterstützt mich. Und schaut gerne bei Twitch auch mal vorbei, da bin ich donnerstags und sonntags normalerweise live. Zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr ungefähr. Zeiten können natürlich variieren, aber schaut auch da gerne mal vorbei und lasst auch gerne ein Follow da. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr reinschaut und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.